Die Straße soll tatsächlich als Hochstraße weitergehen auch. Die muss nur noch viel früher in eine Hochstraße übergehen, finde ich. Am besten direkt hier. Aber finde ich immer schwer, von einer Straße dann sich so aufzuteilen, dass es dann auf zwei Straßen geht. Aber das kriegen wir auch noch hin. Ah, ein Frachtschiff, aber nicht unseres. Irgendwer hat hier schon. Oh, Fertignahrung, Rohöl und Kunststoff. Das ist nicht meins, weil hatten wir nicht mal einen Hafen? Haben wir auch immer noch. Null Passagiere. Geil. Können wir eigentlich, genau, bevor wir hier mal weiter klickern. Wie mache ich denn eine Güterschiffroute? Verbinde Navigationspunkt und Häfen, um eine Frachtschiffroute auf dem Seeweg zu erstellen. Ach, dafür brauche ich einen Frachthafen. And this is very big. It's huge. And ach, kostet ein bisschen, aber so teuer ist das gar nicht. Oh ja. Die Frage ist ja nur bei den Frachtschiffen. Wer entscheidet das, was die liefern? Also eigentlich ist, glaube ich, der Passagierhafen aktuell ziemlich am Much. Aber ich hätte gerne den Frachthafen. Den finde ich eigentlich ganz nett. Mach mal Snapperino hier irgendwo, bitte. Überlappende Objekte, es ist doch schon wieder. Warum machst du das denn nicht? Hier. Wunderschön. Wunder, wunder, wunderschön. So, jetzt können wir nämlich eine Güterschiffroute machen. Von. So, die sollte ich gleich vielleicht einmal löschen. Moment, keine Warscha-Anbindung. Da haben wir ja schon gekonnt, unseren breiten Seeweg. Okay, wir machen einen kleinen Seeweg. Haben ja sowieso erstmal nur eine Route. Güterschiffroute. Von hier aus eine Route erstellen. Einfach mal just for fun nach hier. Und dann machen wir die Route, beenden einfach mal. Ich will mal nur wissen, was dann passiert. Weil sagen, was der liefern soll, können wir ihm tatsächlich nicht, ne? So, wir haben jetzt eine Frachtschiffroute. Mal gucken. Mal gucken. Wegfindung fehlt ist. Ja gut, dann schlägt das halt mal fehl, macht ja nichts. Aber unsere Passagierschiffe sind ja eh müllig. Was ist denn jetzt hier passiert, bitte? Warum stellen die sich jetzt hier so überaus dämlich an? Das. Manchmal verstehe ich aber auch die KI nicht. Anstatt einfach am Anfang drauf zu fahren auf die Abfahrt, fahren die erst weiß Gott wie spät drauf. Komisch. Komisch, komisch. Hier ist das nicht der Fall. Können wir eine zweite Route noch machen? Moment mal. Eisenbahnverbindung. Das ist ja auch cool. Müssen wir später auch noch machen. Frachtkräne. Auch cool. Erweitere Lagerhäuser. Auch cool. So, nehmen wir die zweite Route von dem Ding. Habe ich da schon drauf geklickt? Hab schon.
hier hin. Achso, du fährst dann eh den Weg zurück. Ja gut, dann kannst du auch wieder zurückkommen. Keine Ahnung. Aber diesen Routen bei City Skylines tatsächlich noch nie so viel gemacht. Das hier regt mich auf. Das regt mich tatsächlich richtig auf. Weil ich es halt äußerst dumm finde, was hier gerade passiert. Habe ich jetzt das Problem nicht eventuell einfach nur verlagert, weil die jetzt dann alle hier auf die Spur wollen? Aber hier stellen die sich nicht ganz so dämlich an und fahren nicht erst am Ende. Aber dämlich anstellen tun sie sich trotzdem immer noch. Dann machen wir es so. Jetzt müsste es eigentlich ohne Probleme funktionieren. Glaube schon. Ich glaube, das können wir erstmal so lassen. Also selbst die Mietreduzierungen, die Steuerreduzierungen haben nicht geholfen. Was passiert hier? Suchen die Parkplätze? Was sagt der Park? Oh ja. Oh, was ist das College? Unser College, das voll ist. Aber hier war ein zweites College. Aber dann in einem anderen Ort. Hier der Parkplatz. Kapazitäten haben wir. Hohe Miete. Wartet auf Krankenwagen. Wartet auf Krankenwagen. Man muss doch nicht für jedes bisschen einen Krankenwagen rufen. Mein Gott. Dann nimmt man einfach mal Vic Medi-Night und dann funktioniert das am nächsten Tag auch wieder. Nicht genügend Kunden. Was ist denn los? Hier könnten wir auch von unseren Reihenhäusern umsteigen auf 2, 3, 4, 5, 6 normale Häuser. Das ist einfach keine Reihenhaussiedlung hier. Ändert ja nichts an der Tatsache, dass hier trotzdem Leute wohnen. Nur halt in größeren Häusern. Vielleicht hilft das den Kunden. So, wir haben auch wieder Büros zu vergeben. Und zwar können wir die Büros... Das bleibt eine dreispurige Straße. Achso, was ist denn das für eine Straße? Ist das keine Autobahn? Doch. Nicht direkt, aber einigermaßen. Die schleichen hier halt einfach nur her. Also hier gehen wir später ja gerade runter und nicht in so einer... Also wir machen zumindest diese Straße hier besser. Gehen dann aber auch hier weiter. Machen das auch noch zu einer Schnellstraße, glaube ich. Einmal parallel so, dann machen wir nämlich hier die nächste Abfahrt. Einfach 1000 Baustellen auf einmal. Ich habe gehört, das funktioniert so immer sehr gut. So. Oh, hier war es dann plötzlich auch gar keine Brücke mehr, weil es hier höher war. Aber macht ja nicht. Soll ja von mir aus sogar in Ordnung so sein. Dann möchte ich hier aber auch jetzt noch eine Hochstraße später. Ich möchte zu dieser Straße hier quasi, kann ich ja gleich abreißen, so runtergehen. Vorher brauchen wir allerdings einmal unser cooles Tool mit einem etwas kleineren Pinsel. Machen uns das hier einmal möglichst eben. So, zu dieser Straße. Ach, Menno.
dieser Straße soll das möglichst in einem 90-Grad-Winkel gehen. Und zwar so. Weiß gar nicht, kann man? Habe ich noch nie getestet, wenn ich das jetzt hier upgraden wollen würde. Aber der upgradet mir das nur auf die Spur, nicht auf die Höhe, oder? Ja, die Höhe ist ja gar nicht mit angezeigt. Okay. Also müsste ich hier quasi dann einmal runter. Vielleicht müsste eine Abfahrt so oben bauen. Dann würde ich mal gerne was testen. Das ist einfach nur mal just for fun. Habe ich das 20 hoch gemacht? Der macht ja nichts. Da brauche ich gleich aber bloß eine Seite gleich tatsächlich weg. Bin gespannt. Ich glaube, das geht nicht, weil wir hier gar nicht hoch genug dafür sind. Ja gut, macht ja nichts. So, wir wollen da. Und ich will testen. Ich bin ja wissbegierig und vor allem teste ich auch ganz gerne mal einfach rum. So, jetzt wollen wir das Parallele einmal wegmachen und uns eine Kurve geben. Wir wollen da drauf. Wir wollen aber auch auf die andere Seite. Das ist eh weit weg, deshalb höre ich da jetzt einfach nicht drauf. Nicht ganz. Besser. Nicht zufriedenstellend, aber besser. Achso, nehmen wir hier wieder auf. Und wie hoch waren wir hier? 20, ne? 10? So, okay, ziehen wir die einmal weiter. Das ist ja auch 10. Ziehen die auch einmal kurz weiter. So, dann möchte ich natürlich von ungefähr... Ist das ätzend? So. Falsch rum. Das würde ja überhaupt keinen Sinn machen. Das ist so. Dann muss die logischerweise. Die Straße falsch rumgebaut, ich Dulli. Upsi. Ich hab mich schon gewundert. Das hat ja alles irgendwie überhaupt nicht gepasst. So. Dann soll nämlich hier. Gott, wie mache ich das denn jetzt? Wie machen wir das da? Ich würde sagen, ungefähr hier. Und die Straße geht dann auch darüber. Es fühlt sich irgendwie alles so falsch an. Kann mir nicht helfen. Aber wie gesagt, einfach mal Experiment. Das ist keine Einfahrt für LKWs übrigens. Weil es ja auch gar keinen Sinn macht, was ich hier tue. Verdammt nochmal, haltet mich doch auf, wenn ich so einen Stuss mache.
Eieieiei. Ist die auch falsch rum? Eieieiei. Moment mal. So. Ist doch jetzt alles richtig, ne? Ja. Okay. Da gehen wir da drauf. Da gehen wir da ab. Da gehen wir da drauf. Da brauchen wir eine, die da drauf geht. Und zwar. Es wird interessant. Was habe ich denn jetzt hier so vermasselt? Bin ich echt so müde? Im Endeffekt will ich das so in etwa haben wie hier, nur in kleiner. Also ist doch alles in Ordnung. Ich muss hier mal abfahren. Da unten drunter. Gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, wie würde der sich das denn mixen? Interessant. So, und dann wieder auf 10 runter. Passt nicht. Wir müssen erstmal auf 20. Ah ja. Also sowas Schönes habe ich selten gesehen. Vor allem, ich hoffe, die fahren da durch. Oh no. Wenn wir da nicht hingucken, das ist das nie passiert, okay? Oh no, no, no. So, da haben wir auf jeden Fall, wissen wir schon mal wie rum. Das soll ja natürlich hier nicht enden, oder einfach dann da in die Straße reingehen, wo es dann rechts und links weitergeht. Und von hier möchte ich einfach nur. Es hat alles seine Richtigkeit, dass ich das mache. Mittlere bis große. So. No. So. Wir müssen dann nur noch ein bisschen abreißen. Wir gehen dann übrigens von diesem Brückengedöns runter, scheinbar. Hat das Spiel gerade entschieden. Wenn sich hier irgendjemand fragt, was der Dulli da gerade macht, ne? Ich habe selbst keine Ahnung. Ich würde euch das wirklich gern beantworten, aber ich weiß es nicht. Ich möchte übrigens das Gebiet möglichst wenig anpassen. Ich will einfach damit spielen, was wir haben, auch wenn es nichts kostet, eigentlich. Trotzdem möchte ich das einfach so weitermachen, ohne dieses Geländetool zu stark zu benutzen. So. Da haben wir nämlich hier noch eine wunderschöne Ausfahrt. Noch eine. Irgendwie bestehen wir bald nur noch aus Ausfahrten. Das macht hier aber nicht so wirklich viel. Und können dann jetzt von hier einfach unser Städtchen auch noch weiter bauen. Aha, aha, aha. Ob das hier wirklich so sinnig ist, dass die alle da hinten rumfahren und. Hatte ich das nicht letztens auch schon mal versucht zu ändern und das ist in einem riesigen Chaos untergegangen? Ich meine ja, aber ich stehe auf Chaos, also wir testen es nochmal. Würde hier niemals, niemals würde ich auf dieser Kreuzung wissen, was ich tun muss. Aber wer das ändern, wäre später eh. So, ja, später. Alles viel besser werden. Hust, hust. So. Gehen wir jetzt hier in das Längsbauen über, würde ich sagen. Würde hier gerne auf jeden Fall achtspurig mit Trennwand bauen. Ich baue nur noch achtspurig mit Trennwand im Moment. Haben wir wieder einen Kreisverkehr? Eigentlich nicht. Wir testen, ich teste. Vielleicht gehen wir hier später mit dem Tunnel drunter her, um dann da weiterzugehen. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Werden wir dann sehen, wenn es soweit ist.
Vielleicht gehen wir dann später da mit dem Tunnel drunter her. Um zu sehen, wie es ist. Werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Und hier dasselbe. Lassen wir uns ein bisschen Grünfläche. Diese beiden Straßen. Das sind einfach zweispurige, ne? Ja. So. Alles klar, die werden schon genau wissen, was sie zu tun haben. Da bin ich einfach sehr, sehr optimistisch. Ich will das Gebiet natürlich gleich da hinten dran anschließen und ich will das Gebiet auch hier irgendwo gleich einmal mit anschließen. Auch wenn diese Straße eh neu gemacht wird. Eieiei, ist das alles schwierig. Dann haben wir hier aber bald unsere wunderschöne Metropole. Hoffe ich. Übrigens wirklich nicht den Hauch einer Ahnung, was ich hier tue gerade. Außer, dass hier Verkehrsprobleme ohne Ende sein werden. Das steht fest. Das ist so sicher wie der Arm in der Kirche. Hier will ich noch nicht bauen, weil hier möchte ich später noch umbauen. Aber bis hierhin können wir alle mal bauen. Diese Kreuzung hat alles verschlimmbessert. Aber na gut. Wir kommen erstmal unserer Nachfrage nach dichtem Wohngebiet nach. Ich glaube 5x6 oder 6x6. Ich glaube 5x6 ist das höchste. Bin mir aber nicht sicher. Ich glaube nicht. Warte, wir bauen mal 6x6 daneben. Mal gucken, was er dann macht. Nee, dann macht er das nämlich anders. Dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 1, 2, 3, 4, 5. Nee, ist Blödsinn. Ich will natürlich nicht zu viel machen. Ein bisschen auf die Nachfrage unten achten. Ich muss ja sagen, in den 2 Stunden, die ich bis jetzt aufnehme, haben wir noch nicht allzu viel geschafft. Aber aktuell habe ich die Spielgeschwindigkeit auch auf sehr langsam. 2, 3, 4, 5, 6. Und dann haben wir da ein bisschen Platz. Ja, gut. Hügelig ist schmügelig. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Warte, 4, 5, 6. 6. 2, 3, 4, 6. 6. Natürlich darf hier auch ein Gewerbegebiet rein. Ich bin sogar so mutig und mache jetzt 2 rein. So verrückt bin ich inzwischen geworden. 6. Moment, wir spulen mal kurz vor, ich muss mal eben wissen. Es geht sogar tatsächlich noch hoch anstatt runter. 5, 6. Okay, also bei den Dingern ist übrigens 6x6 das, was man bauen kann. So, und daneben kommt dann noch mal ein Wohnhäuschen. Da schauen wir dann später, wie wir mit dem Tunnel oder sonst was weitergehen. Ich rede nicht darüber, was hier gerade passiert. Ich mag gar nicht darüber reden, was da gerade passiert. Aber gut, das lösen wir später. Da bin ich ganz, ganz guter Dinge, dass wir das gelöst kriegen. Hoffe ich. So, und was brauchen wir denn hier auf jeden Fall? Damit ich da nicht schon mal in die Bedrohung komme, dass was fehlt. Ich will hier auf jeden Fall Parkhäuser haben. Und wir brauchen selbstverständlich auch Parks. Aber da bin ich immer noch der Meinung, dass kleine Parks reichen.
Und zwar voll und ganz. Ach, hier kann man auch noch gleich was hinbauen. Na, guck mal. Haben wir doch auch noch Platz für die Dinger. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Dann bin ich ja mal gespannt, was hier entsteht. Braucht ihr Polizei? Nee. Braucht ihr Feuerwehr? Nein. Braucht ihr Bildung? Was braucht ihr dann? Mao, Universität 1450.321 passt. College. Mhm. College haben wir zu wenig. Sekundarschule haben wir genug. Wir haben einfach zu wenig Sekundarschüler. Grundschule sieht gut aus. Jetzt College. Können wir die Kapazitäten von unserer... Ne, das ist die Uni. Die Uni ist doof. Wo ist das College? College, College. Grundschule. Grundschule. Kollegium, College. Bibliothek ist schon... Nee. Mehr Platz für Wissbegierige. Wir nehmen wieder auf. Wir haben vergrößert. Wer übrigens glaubt, dass das hier in einem Verkehrschaos enden wird, der wird recht haben. So, jetzt können wir nicht mehr. Nein, 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 stopp. Oh, hier. Können wir dann. So. Und hier kommen dann unsere geilen zwei Auffahrten, nämlich auch dran. Dann können wir tatsächlich sogar noch mehr Büros bauen. Das sieht schon, also ich finde, das sieht immer schon sehr cool aus. Das war ein schattiges Plätzchen. Haben wir aber auch jetzt nur die hohen Dinger hier stehen. Nicht echt stark. Und wie sieht's aus? Die Gewerbegebietnachfrage ist noch mau. Ich glaube, die hier können 5x6 sein, ja. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, da bin ich ja echt mal gespannt, wie das wird. Also ich mit Zeit. Ich glaube, das muss echt vernünftig gemacht werden. Ansonsten taugen die, glaube ich, einfach gar nichts. Mal überlegen, was jetzt hier wäre, wenn ich hier einfach mal mit Tordichte eins baue. Aber, ach, ich habe gerade dieses Kundenproblem nicht. Und das ist echt ganz nett, dass man das nicht hat. Wie bauen die das, wenn ich das so mache? Ah, okay, da bauen die an zwei raus. Na gut. Unsere Bilanz sieht eigentlich auch okay aus. Können wir rein zufälligerweise hier auch noch einen hinmachen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Ich mag die Wolkenkratzer. Ich hoffe ja irgendwann, dass das dann hier alles vollgekleistert ist. Und dass wir hier halt noch die bessere Ausfahrt hinkriegen. Ein bisschen gerade, aber das kriegen wir hin. Wir müssen dafür halt nur ein bisschen abreißen. Das tut mir dann für das Sozialamt sehr leid. Das Sozialamt muss dann leider weichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6.